Moin. Moin. So. Suppe ist wieder hier und Suppe hat schon wieder ein neues Auto. Suppe hat sich einen richtig geilen Kombi Ford gekauft, den wir jetzt ja noch nicht sehen. Suppe. Also. Erzähl doch mal. Ich habe tatsächlich 4-5 Jahre lang so ein Auto gesucht. Und der Markt ist einfach erschöpft, dass solche Autos gibt es einfach nicht mehr. Das ist ein ziemlich seltener Ford P7A, das heißt der Nachfolger vom P5, von dem Cabrio, was ich noch habe da in Spanien. Wofür das A denn? Weil es auch ein B gibt. Das heißt, die haben den rausgebracht und den Leuten war das einfach zu amerikanisch, die ganze Kiste mit dem Hüftschwung. Und das sah denen alles nicht europäisch genug aus. Und nach einem Dreivierteljahr haben sie die Produktion wieder eingestellt und haben den B rausgebracht. Der war so ein bisschen geglätteter, sah ein bisschen homogener aus. War das denn so? Wieso ist der Nachfolger P7A vom P5A? Können Sie das nicht aussprechen? P5 ist der andere, quasi die zweite Badewanne. Ja. Das Ding, was ich in Spanien auch war. Der P5. Ja. Und das ist ein P7A und der danach ist ein P7B. Ja, aber gibt es P6? Gibt es denn nicht? Ein P6 gibt es auch. Ach aber so. Das ist ein einer mit Frontantrieb. Ach so. Und eine Nummer kleiner. P4, P5, es gibt eigentlich alles in der Richtung. Bis zum P7 und dann danach war dann Schluss. Ach so, Schluss. Aber deshalb wundert mich, dass ein Nachfolger würde ja Sinn machen. Rein theoretisch, ja, nee, das ist aber eine Produktionslinie, die parallel gelaufen ist. Ach so. Ja. So, und den haben sie tatsächlich nach 9 Monaten wieder eingestellt, das Modell. Und die haben hauptsächlich zweitürige Limousinen gebaut. Dann gab es ein paar viertürige Limousinen, ein paar seltene Coupés. Und dann gab es natürlich auch Kombis, aber 90% der Kombis waren tatsächlich Viertürer. Und das ist jetzt einer von den ganz, ganz seltenen Zweitürern, von denen vielleicht, keine Ahnung, ich schätze mal, vielleicht weltweit noch 10 Stück gibt. Was, mehr nicht? Wenn du jetzt sagst, weltweit, ne, wurden so eine Autos auch nach Amerika ausgeliefert? Nee, ne? Ich weiß gar nicht, doch ein paar wurden. Also der P5 wurde, glaube ich, sogar auch nach Kanada ausgeliefert. Ja. Und ich glaube sogar auch in irgendwelche nordafrikanischen Staaten. So genau weiß ich es aber auch nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe richtig jahrelang die Kiste gesucht und habe den tatsächlich in Dänemark gefunden. Wie bist du denn da rangekommen? Ich habe den tatsächlich in so einem dänischen Ford-Taunus-Forum gesehen und habe den Typen dann dreimal angeschrieben. Der hat sich dann nie wieder gemeldet und ich habe einen sehr, sehr guten Freund in Dänemark wohnen. Dem habe ich das erzählt. Der hat früher selber auch die alten Kisten gefahren, kennt sich aus. Und der hat mich ein halbes Jahr später mal angerufen und hat gesagt, Mensch, pass mal auf, den Wagen, den du damals so cool fandest, der ist jetzt gerade wieder zum Verkaufen. Und dann habe ich gesagt, du, er ruft den Bengel sofort an und fragt mal nach, was er haben will. Und dann wollte er natürlich viel zu viel haben, aber wir haben uns dann tatsächlich auf einen coolen Preis geeinigt. Mhm. Und ich habe dann meinem Freund in Dänemark die Kohle überwiesen. Und bin 3 Wochen später von Spanien dann nach Deutschland geflogen zu meinem Freund und mit ihm nach Skanderborg und haben das Auto direkt da abgeholt. Und das Coole in Dänemark ist ja tatsächlich, der drückt dreimal auf sein Handy, da ist das Geld transferiert, dann drückt er noch dreimal auf sein Handy, da sind die Papiere transferiert. Das ist also so cool und so easy. Na, die haben das Auto in einer Stunde online umgemeldet und eine Woche später hatte ich die Papiere da. Verrückt. Ich muss allerdings dazu sagen, der Wagen ist nicht auf meinen Namen zugelassen, der ist auf meinen Kumpel zugelassen, weil der behält diese super coolen dänischen Nummern und kostet fast nichts Steuern, fast nichts Versicherung und alle 8 Jahre TÜV. Die Kiste hat eine historische Zulassung und muss nur alle 8 Jahre zum TÜV. 8 Jahre. 8 Jahre ist gut, ne? Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Das kann ich in Deutschland gar nicht vorstellen. Ne? Und das ist normalerweise ein 1700er Kombi gewesen und da ist jetzt aber ein 2,3 Liter drin, V6. In Dänemark spielt das alles überhaupt keine Rolle. Das ist ja dann so ein Granada-Motor oder was ist das? Der Motor ist von Baujahr 70, das sehe ich am Luftfilter und am Intake, an der Ansaugspinne. Und bei Ford ist das so, bei ganz vielen Ersatzteilen steht in der Teilenummer ganz vorne auch das Baujahr drin. Und da steht 70. Und den P7B, also das Nachfolgemodell, haben sie bis 70 gebaut mit dem 2,3 Liter Motor. Ja. Mit diesem neueren Kühlsystem. Und das hat der alles. Jetzt sollten wir uns das Auto mal angucken, finde ich. Denn wir haben so viel gesappelt und Suppe, ja. Du musst uns jetzt mal das Auto zeigen. Na ja, gut. Da gehen wir mal hin. Das nehmen wir mit, ne? Ja, ich muss immer so ein bisschen Bier mit haben. Sollen wir mal 1, 2, 3 machen? Ja, das können wir. So, du sagst 1, 2, 3 und wir trinken. Ja, okay.
Eins, zwei, drei. Ha! Was war das denn? Ja, ist öfter mal wieder eine Spätzündung. Groß. Wieso hab ich denn jetzt nichts? Mensch, was ist denn das für eine Farbe? Es ist eine Originalfarbe von Ford. Die Nein. heißt Dunkelviolett Baujahr 69. Das heißt, der Nachfolger von dem, der P7B, den gibt es original in der Farbe und es gibt einen Cabri 1 in der Farbe. Genau in der. Je länger ich hingucke, desto cooler finde ich sie. Ich dachte, das hat irgendjemand so nachlackiert. Das ist so ein. Dieser Wagen, muss ich dazu sagen, war nicht original in der Farbe. Ja, aber der hat denn aber die Original-Ford? Aber es ist eine Original-Ford-Farbe. Klasse. Und daher ist das ziemlich cool. Ja, das ist ja denn schon ein bisschen beruhigend. Die haben, dann hat der, das habe ich jetzt nicht gemacht, der Vorbesitzer hat hier diese American Racing-Felgen draufgebaut, die finde ich ganz cool. Allerdings 2,15er hinten und 2,5er vorne ist ein bisschen zu viel. Die Lenkung geht einfach ein bisschen zu schwer, weil er keine Servo hat. Und ja. Schöner sind 185er, 195er. Das muss ich mal gucken. Das habe ich auch auf meinem Wagen in Spanien drauf. Das ist schöner aber zu fahren. Aber eigentlich sieht das optisch, ist das schön, finde ich. Ja, das ist schon ganz gut. Ja. Beim Rollen ist es zu schwer? Dann hat er, ja, also im Stand lenken geht eigentlich fast gar nicht. Nee, nein. Das kann ich mir vorstellen. Aber wenn sobald er rollt. Ja, wenn er rollt, geht natürlich die Lenkung. Aber ich merke das schon irgendwie. Das ist, das ja, ist gut, nicht hat er schön. Hat einen Motor oben drauf, ne? Ja. Dann hat er hier diese schöne Hutze, das ist zwar das nur ein Blender, aber die ist wunderschön, die hatten nur die 6-Zylinder. Dann hat der Vorbesitzer hier den originalen, ganz, ganz seltenen RS, also Rallye-Sport-Grill eingebaut. Ist das tatsächlich nur eine Blende? Das so. Ist ein Blender, die Hutze, ja. Das ist einfach nur Optik? Das ist nur Optik, ja, ja, wenn du hier reinlangst, ist hier Schicht gleich. Obwohl so ein Ford 6-Zylinder so richtig mächtig ist er ja auch nicht, ne? Nein. Oh ja, mach mal an. Ah, ich muss mal ein bisschen Gas brauchen schon. Oh, wie schön die Laube. Der läuft ja aber richtig. Ja. Guck mal, kannst du gar eine Flasche Bier abstellen, ohne dass sie umkippt. Ja, und das ist noch nicht alles perfekt eingestellt. Der Vergaser ist ausgelutscht. Nee, nicht. Nee, aber er läuft echt sehr ruhig, ne? Ja, der läuft wirklich ruhig. Ganz toll. Hast du einen Lappen im Auspuff? Weil er so leise ist, ne? Nee, da ist tatsächlich die komplette originale Anlage drunter. Der Endtopf, ja, da kommt schon noch mal was. Das ist mir aber auch ein bisschen zu leise. Das ist auch was, ne? Das muss nicht. Nein, das aber manchmal schön. Doch. Ja, bei uns ist es ja immer eher schön, wenn das laut ist. Nein, nicht richtig laut, aber das ist mir auch zu leise. Ja. Das rettet ja gar keine ja. Leben. Aber ist das auch so eine Original? Das ist doch aber... Sieht aus wie so eine weiße Wiesentlichtmaschine. Ich habe keine Ahnung. Aber der Halter ist original. Ja. Das ist ein Original-Ford-Halter. Das kann sein, dass das ein Motor ist, weil hier nämlich auch die Servopumpe sitzt sonst. Dass ja. Das ist aus dem, könnte schon auch aus dem Granada sein, der Motor. Weil das ist nicht original Taunus hier. Diese ganze Kasper-Kiste da vorne. Ich wüsste gar nicht, wofür hier der Sensor sein soll. Das ist ein Thermostat abnehmen. Nee, der da. Ja, hier das ist Thermostat da unten. Das könnte für einen Ventilator sein. Oder Fühler, jo. Solange das so gut fährt, lasse ich das erstmal alles so. Die sind doch auch unempfindlich, oder? Eigentlich sind diese Motoren absolut unkaputtbar. Die haben ein einziges Manko. Hier hinter ist ein Stirnrad. Und das ist früher war es aus Pertinax. Das ist so eine Kunststoffgeschichte. Mhm. Und wenn das Stirnrad weg ist, dann hast du halt keine Verbindung mehr von unten nach oben. Keine die Nockenwelle. Nee. Das Gute andererseits ist aber, die V4 und die V6 Motoren sind Freiläufer. Das heißt, kein Ventilkrumm, ne? Gar nichts. Das heißt, hier vorne den komplett weg, den Quatsch, und ein neues Stirnrad rauf und gut. Ja. So, was hältst du davon, wenn wir einen kleinen Ausritt machen? Ja, das machen wir mal. Ich will ein Krabbenbrötchen essen. Ja, wir können zur Fischbude fahren. Machen wir? Geil. Dann lass uns da. Aber den will ich dir noch zeigen hier. Diesen wunderschönen, originalen Schriftzug hier. Ist das nicht wunderschön? Oh, herrlich, du. Dieses RS, du. 17M Rallye Sport 2,3, also 2300 S. Und das am Kombi. Und das am Kombi. Hat es nie, gegeben. Nee. Und jetzt hast du noch so ein wunderschönes Dachgepäck. Ja, der Dachgarten. Ich muss ja nach Süddeutschland Sachen abholen. Wieso sagst du auch nicht mehr Dachgarten? Ja, ist das doch irgendwie ein Garten. Können wir es reinsetzen mit dem Stuhl? Aber es ist Dachgepäck total, wenn man sich den anguckt, total ungewohnt, dass es kein Viertürer ist. Ja, das ist total, wie ein Sargwagen. Ja, ne? Ist total ungewohnt. Aber das, was irre ist, ist diese Scheiben. Ne?
Ja, und die sind auch noch zum Ausstellen. Ja, hab ich ja, cool. Das habe ich gerade da gesehen. Ja. Also eigentlich müsste der, wenn er in Deutschland zugelassen wird, Gurte haben, weil der ist Baujahr 768 und da muss in Deutschland müssen Gurte dran. Stimmt. In Dänemark interessiert das keine Sau und ich werde da auch keine einbauen. Und hier müssen wir noch mal was machen. Und da möchte ich mit dir gerne jetzt bald. Das ist original, der kommt aus Amerika, den habe ich geschenkt gekriegt. Ich möchte aber mit dir hier was bauen, dass das viel strammer ist. Ne? Ja, wir können hier so kleine Wandenspanne hinbauen. Die sowas, und mit Gewinde und dann ranziehen. Ja, links, rechts Gewinde. Und dann muss ich mal gucken, ob ich irgendwo noch neue Gummis kriege. Erstmal geht's noch. Ja, hier ist es auch nicht richtig da. Nee, da ist mir, läuft halt mein Gewinde aus dem Ruder. Du mögen wie nur Mobi, würde Herr Schröder sagen. Ich habe aber ein gutes Gefühl, dass es hinhaut. Ja. Ja, dann lass uns doch einfach mal ein paar Krabbenbrötchen essen oder ein Brathering oder sowas. Ich würde sagen, ich lade euch ein. Oh gut, dann darfst du auch hinten sitzen. Nee. Der Chef sitzt doch immer hinten, war das nicht so? Der König sitzt hinten. Ja. Ja. Oh, Helmpflicht da drin? Ja. Ja, aber nur für den, der hinten sitzt. Boah, komm, wir fahren mal. Oh, man hört ja nichts vom Sound, ne? Ganz leise, ne? Das Zurückhalten ist ja elegant. Oh. Guck mal, den Himmel haben sie auch schön gemacht hier. Ja, haben die aber angemalt. Ich finde sie so irre. Ja, geil, ne? Und was ist so mit Verbrauch? So man kann den auf der Autobahn mit 110 mit 9 Liter fahren. Ich hatte ja einen 2,6 Liter Ford Coupé P6. P7. Und der hat aber gefressen, mein Lieber. Ja, und dann mit Automatik wahrscheinlich. Ja, mit Automatik. Ja, die Automatik nimmt immer gerne. Und Herr Feldmann hat ja auch einen Stein im Fuß. Ja. Hat er. Und Känguru-Benzin, das ganze Programm. Das ist hier die dänische Registrierung. Ja, das sind die originalen Papiere. Ja. Das ist praktisch der dänische Fahrzeugbrief. Ja. Ja. Hier ist 30, ne Summe? Allan Hansen. Nee, 50 steht hier. Ist ja, hier echt 30? 30. Ja, ja. Gut, das ich dir nur sagen. Nee, gut, nee. Hier witzen sie auch gerne. Ich nehme das ernst. Ich wollte ja nicht zu Fuß nach Hause laufen. Nein. Weil ach, Andi, was ich noch mal machen würde, das machen wir noch mal morgen. Ja. Wir stellen uns mal mit dem schönen Auto vor den Riesen und machen mal ein Foto. Lass mal irgendein ja, Foto hier ist der Riese zur Rechten. Ja, ja. Hey! Da steht einer, hat er fotografiert. Ja. Hier eine Ablage. Oh, das ist ein bisschen lose hier, die Konsole. Ja, das ist das da unten, die Scheibenwischanlage? Ja. Also eigentlich, das ist aber irgendwie nicht angeschlossen. Wischwasch geht, aber nur bedingt. Und normalerweise der Ring, wenn wir einmal drauf tritten, muss dann normalerweise so einmal gehen. Aber irgendwie ist das nicht gescheit angeschlossen. Kannst du auch elektrisch umbauen? Nee. Nein? Nee. Nein, das muss so funktionieren. Guck mal, wie er schaltet jetzt. Geil, ne? Ja, ist. Ich finde das geil. Ich finde das total geil. Der Knopf ist für rückwärts hier. Ja. Darfst du ruhig drücken, musst du keine Angst haben, dass er reingeht jetzt. Schön. Aber so ein Auto gab es ja auch in der Zeit richtig luxuriös schon. Ne? Da waren wirklich, der hatte Fensterheber, hatten die schon, ne? Gab's doch, ne? Elektrische? Ja. Nee. Also den P7 nicht. Den ersten Taunus danach, den, da hatten die GIA-Geschichten, hatten dann mit elektrischen Fensterheber. Die Granadas so, meinst du? Die auch, ja. Ja. Das ist aber ja der alles noch nicht, ne? Nee, die Baujahre da noch nicht. Das ist ja 68, den haben sie ja nur 68 gebaut hier. Ja. Also Ende 67 bis Mitte 68 und dann haben sie gesagt, der Hüftschwung an der Seite, den ich so extrem cool finde, genau das wollen wir nicht. Dann hat Ford hat die denn, oder der Volksmund hat denn den Hüftschwung als Kummerfalte bezeichnet. Och, das ist aber traurig. Ja, fand ich dann auch nicht schön. Nö. Nee. Oh, eine Zünder. Ja, noch eine. Cool. Oh, schade, dass sie. Und die hatten aber auch Sicherheitsbekleidung an, ne? Ja. Das konnte Funktionspacker. Boah, wie der geht aber auch gut los, du. Du, der macht das, wenn man mit vier Leuten. So richtig sportlich durch die. Ja, Jemine, da sind ja wieder viele Leute. Ich dachte, wir kommen ja alleine mal hierher. Nein. Das sind alles Urlauber. Ist hier gut mit Parken? Nö. Nee. Naja, lass mal so stehen. Oder? Komm, doch, lass mal, weil wir denn ja auch. Schnell weg kann. Wir sind jetzt gerade hier in Brodersby angekommen. Warte mal kurz. Hier ist die Schlei, kann man sehen, da kann man segeln. Und hier fährt auch die Fähre von Brodersby nach Misshunde. Auf der anderen Seite ist Misshunde. Das ist nicht so, dass das jetzt Schwansen schon ist, sondern das ist auch noch Angeln drüben. Ne? Ist das so? Ja, hier in der Region ja. Weil
Hier ist ein Stückchen weiter längs. Hier da hinten fängt Schwansen an. Aber da drüben ist, glaube ich, noch Angeln. Das gehört uns noch. Sehr schöne Gegend. Schöne Fischbude hier, wirklich. Du. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Ja. Du? Hier wird alles frisch zubereitet. Ja. Da liegt das nicht, wenn es warm wird in der Auslage. Vielleicht will ich so ein Backfisch. Ich denke, du willst ein Krabbenbrötchen. Habe ich hier nicht gefunden. Habt ihr Krabbenbrötchen? Ja. Haben sie. Siehst du. Ja. Davon hast du doch die ganze Zeit geredet. Ja. Was möchtest du denn, Jörg? Ich nehme Matthias. Oh. Für mich die ersten hauen schon ab. Oh ja, ich nehme auch. Schön Matthias für mich. Und der Kameramann, was möchte er denn? Backfisch. Backfisch? Wie sagst du dir ein alkoholfrei zu stellen? Was? Stimmt doch gar nicht. Ja, bei dem Grinsen war das schon klar. Oh, ist das Matthias lecker, oder? Ja. Oh, das war eine schöne Tour. Ich glaube, Matthias muss ich danach auch noch haben. In Bayern kriege ich ja sowas nicht. Also, ich kann nur empfehlen, auch hier mal an diese schöne Imbissbude hinzufahren, weil das ist immer ein schönes Ausflugsziel. Das ist ja hier unweit von meinem Zuhause. Wir machen jetzt den Dreierplopp wieder mal. Eins, zwei, drei. Was habt ihr denn gemacht? Hier. Das war ja gar nichts. Das war ja. Ich will ein anderes Bier. Neu. Hoffentlich passt das Anstoßen. Prost. Aber schmecken tut's wie gut. Ja. So, dann mal los. Oh, fahren wir hier rechts rum. Wir fahren eine geile Strecke. Da ist rot, die Ampel. Nee, ich finde das aber cool hier. Ja, natürlich. Hier können wir mal mit dem Mopeds hinfahren. Können wir machen. Ja, das machen wir morgen mal. Mit der BSA fahren wir hier mal hin. Cool. Da ist mein Freund, der Fischer, Duggi, der wohnt da. Der wohnt da nicht. Da rein. Nee, wir dürfen nicht rein. Doch. Ja, dann fahren wir da rein. Hier rechts rein. Es gibt keinen Weg, wo der Herr Feldmann nicht rein darf. Kann man das mal hier so sehen, wie das hier aussieht alles. Hier ist eine Slip-Anlage. Slip-Anlage? Ja, ja, hier, das heißt aber tatsächlich hier so. Ist eine Slip-Anlage heißt das, nicht Einlage. Also hier ist eine Slip-Anlage. Wir können uns hier ins Wasser heben lassen. Ja, hier kann man, kannst du den Ford auch ins Wasser gehen lassen. Ja. Hier ist ein Kran und so, dann kann man hier, die Boote, die kommen hier mal ins Wasser. Hier hochfahren, rechts jetzt. Mein Schwimmkörper ist in Entwicklung, wir machen das heute nicht. Ist das Auto kaputt? Ja, keine Schwimmkörper heute. Wow. Und dann hier den Berg hoch. Ja. Der zieht ja wie Teufel, der Wagen. Wenn er will. Ja. Und fünflagige Blattfeder, knüppelhart. So, das war jetzt auf jeden Fall saulecker. Oh, das ist auch schön hier, das Ding. Schönes Plastikdach. Ja, da müssen wir mal mit dem Red nochmal nachlegen. Ja, ich hatte ihn ja im Februar gekauft und dann erst mal 4 Monate weggestellt. Ja. Aber bevor ich da großartig was mache, bin ich momentan mit der letzten Einstellung total zufrieden. Ich finde, der läuft schön. Das bleibt erstmal so. Jetzt gucke ich mal nach dem Verbrauch. Ich hätte schon ganz gerne einen 36er Weber da drauf. Aber weißt du, dass du dann auch mal wieder 500, 800 Euro oder mal gucken, ob ich das überhaupt brauche. Hm. Wenn der jetzt nämlich tatsächlich auf Strecke 9 Liter verbraucht, dann werde ich einen Teufel tun, da dran rumdrehen. Ah, hier wurden die Aschenbecher bestimmt auch noch alle mal benutzt. Könnte sein. Nicht so wie die Blenden. Aber dieser zum Beispiel ist. Da ist noch eine drin. Guck mal, wie viel da reinpasst. Ich stelle mal 2 Schachteln, ne? Ja. Wahnsinn. Hier sind ja auch noch schön. Die sind überlackiert. Ja, ich glaube ja. Ja, da muss ich mal ein paar Schrauben reindrehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das behalten will. Oder ob ich die Sitze rausschmeiße und eine Sitzbank reinbauen. Ich habe ja noch eine. Wäre auch nicht schlecht. Aber auch so die Gummis und so, das ist ja. Wenn ich das hier so sehe, das ist ja noch alles tippitoppi, ne? Ja. Da ist einiges auch neu gekommen an Türgummis und sowas. Ach so. Und dann ist zum Beispiel, der Himmel ist jetzt übergemalt, die Türverkleidungen sind übergemalt mit irgendeiner komischen Farbe. Fand ich jetzt eigentlich nicht richtig toll. Andererseits, mir ging es hauptsächlich wirklich um die Form, um das Modell. Ja. Und da stimmt alles. Die Technik stimmt.
optisch hat er auch die Tür, weißt du, da gibt es so ein paar Blasen, vorne an der Haube sind ein paar Blasen. Ja, mei. Ist ja kein Neuwagen, oder? Nee, eben. Und ich will ja gar nicht die Kiste irgendwann restaurieren. Der soll so erhalten bleiben. Ich habe den vorgestern komplett unten mit Wachs ausgejagt. Die Radhäuser und alles. Das war auch mal ein Gebrauchsgegenstand. Ja, eben. Kein Stadtmobil. Ne? Allerdings. Genau dafür habe ich ihn ja. Ja. Im Sommer ein, zwei Monate damit richtig 3.000, 4.000 Kilometer abreißen. Und mein Kumpel, wo der steht in Dänemark, der kann den, darf den auch immer gerne benutzen. Passiert dir eigentlich ab und zu mal was, dass wir hier zusammenballern? Ja, ich bin doch hier mit dem Heli zusammengeballert, mit dem Traktor. Ach, war das hier? Ja. Nicht auf der anderen Stelle drüben? Nee, war hier. Ach so, echt so auch zu der Seite hin, oder? So ein paar hundert Meter weiter weg, da gerade da, wo du das Flach so gerade gesagt hast. Ja, ja, ja. Ach so, an der Stelle, oder? Hm. Nee, diese Kurven, die, und wenn man hier zu schnell fährt, das ist nicht lustig. Du, mit 80 Innenkurve? Ja. Der wird eng mit ausweichen. Ja, Suppe. Ja. Vielen Dank für die schöne Ausfahrt. Gerne. Ne? Das war toll, ne? Ja. Machen wir nochmal. Oh, wieder mit Fischbrötchen? Mit Fischbrötchen und Krabbenbrötchen. Oh, toll, ne? Ja, 7 Euro ein Krabbenbrötchen. Ist mir wurscht, ich nehme 2. Die haben schon mal 10 gekostet. Nee. 11, ja. Tagespreise. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall, Suppe, ich wünsche dir alles Gute mit dem Auto. Also ich glaube, da kommen auch tolle Kommentare zustande. Wer noch vielleicht das eine oder Ersatzteil hat für Suppe, was du noch brauchst, sag mal, hast du Wünsche? Was? Also bislang bin ich wunschlos glücklich, weil ich habe ein ganz gutes Ersatzteillager. Aber wer was über hat, ja. Ich würde mich schon freuen über eine Meldung. Gut. Hm. Ja, manchmal ist das ja so, dass Leute gar nicht wissen, Mensch, was soll ich damit überhaupt? Ich habe sowieso so ein Ford nicht mehr. Und da kommt doch unser Freund, der Suppe. Am besten schicken die das alle hier zu dir und ich komme dann regelmäßig zum Abholen. Ja, aber es war heute schön. Das war richtig. Ja, ich freue mich. Auch Glück mit dem Wetter gehabt. So soll das sein. Mhm. Jetzt sitzen wir hier auf unserer neuen Bank. Haben wir hier neu eingerichtet für uns. Schön in der Sonne. Ja, herrlich, ne? Ja, schön, dass so immer wieder hier war. Das war nicht das letzte Mal. Ich bin ja jetzt mal ein paar Wochen hier in Deutschland. Ich muss noch nach Süddeutschland, aber ich komme auf dem Rückweg mindestens einmal vorbei. Wir haben noch den Römü-Plan vielleicht. Ja. Ich will noch mal nach Norwegen zwischendurch irgendwann. Auch noch. Und komme hier bestimmt noch ein- oder zweimal vorbei die nächsten Wochen. Hast du ein bisschen was vor, ne? Und dann können wir ja deinen Dachgepäckträger noch mal operieren. Der soll mal restauriert werden. Ich möchte ihn gerne sandstrahlen und dann pulvern und dann schön das Holz neu vorbereiten. Ja. Und dann in Lila wieder. Und schöne Halterung bauen. Oder wie heißt die Farbe noch? Originalfarbe. Wir fahren nicht mehr fort. Wir fahren jetzt zu Ende. Ja. Wir fahren runter. Jetzt ist Schluss. Tschüss. Schönen Tag. War lustig. Bis später.